Schwester Paula kommt noch einmal zu Besuch auf die frisch renovierte Perinatalstation der Christophorus-Klinik in Coesfeld. Hier hat die Ordensfrau der Schwestern unserer lieben Frau 22 Jahre lang als Seelsorgerin gearbeitet. Frühchen liegen hier. Säuglinge, die zu früh auf die Welt kamen, manchmal nur wenige hundert Gramm schwer. Nicht selten ging es um Leben und Tod. Schwester Paula war für die Kinder und Angehörigen da, gemeinsam mit Pflegerinnen und Ärzten. Sie erlebte, mit welcher Wucht die Situation die Familien traf. Es ist mir immer sehr nahe gegangen, ja, aber nicht so nah, wie den Eltern das geht. Ich habe oft gesagt, ich nehme so viel mit nach Hause, aber die nehmen so viel mit, das ist gar nicht im Grunde genommen zu tragen. Ich bin nicht mehr erschreckt vor Trauerreaktionen. Das fand ich bei mir selber dann auch sehr hilfreich. Also ich konnte mit wirklich vielem umgehen, ob jetzt jemand auch aus anderen Kulturkreisen vielleicht gezeigt hat, dass er sich auf die Erde geworfen hat, als sein Kind verstorben ist, oder andere Trauerreaktionen gezeigt hat. Das hat mich nicht so sehr erschrocken, weil ich glaube, das hat mir sehr geholfen, aus meiner Ausbildung heraus einfach auch zu wissen, was es gibt und was auch möglich ist an Reaktionen. Es gab nicht nur die schweren Augenblicke. Schwester Paula hat viele schöne Geschichten erleben dürfen. Vor allem, wenn sich die Säuglinge durchkämpften und gestärkt entlassen werden konnten. Die schönen Momente sind die, dass zum Beispiel, wenn ich an der Ambulanz vorbeigehe und eine Mutter sitzt mit ihrem 1,80 großen Sohn dort und sagt, kennen Sie die ihn noch? Und ich sage, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht. Und sie sagt, das war doch damals das Frühchen mit 780 Gramm. Und ich schaue nach oben und sage, oh ja, 17 Jahre ist der Sohn mittlerweile. Das sind tolle Ereignisse. Solche Momente werden bleiben, auch wenn Schwester Paula eine neue Aufgabe übernommen hat. Ihr Arbeitsplatz wird nicht mehr das Krankenhaus sein, sondern die Ordensgemeinschaft. Sie wurde zur Oberin der europäischen Ordensprovinz der Schwestern unserer lieben Frau gewählt. Organisation, Reisen, Verwaltung – eine völlig andere Arbeit. Ein wenig Wehmut ist nach den vielen Jahren dabei. Sie wird das Krankenhaus vermissen, den direkten Kontakt zu den Menschen, die außergewöhnlichen Gespräche. Das war eine Aufgabe im Krankenhaus, da ist natürlich mein Herzblut geflossen. Da ist etwas aufgebaut worden, gemeinsam mit anderen, wo ich spürte, das ging auch über die Grenzen von Coesfeld hinaus. Die Begleitung von trauernden Eltern war eine große Aufgabe. Von daher war es schon eine große Herausforderung, mich dem zu stellen. Bin ich bereit, wenn meine Mitschwestern jetzt sagen, komm Paula, mach das, könntest du das nicht übernehmen? Eine Herausforderung, auf die sie sich jetzt aber freut, auch weil sie viel von den Erfahrungen auf der Frühchenstation mit in die Arbeit mit ihren Ordensschwestern nehmen kann. Gerade in der Kommunikation hat sie viel lernen können. Ich glaube, meine Ohren sind größer geworden. Mein Mund war irgendwie immer schon groß. Also meine Ohren sind größer geworden, dass ich weiß, wie wichtig es ist, gut zuzuhören. Nicht mein eigener Senf ist wichtig, sondern das, was der andere mir sagt und aber auch die Ohren, sage ich nochmal, auch auf das Spirituelle hin, auf Gott hin.